Erwin Aisch geht Luft holen und stellt seine neuesten Bilder in der Galerie Dr. Erdl am Fischmarkt 3 in Regensburg aus. Vielen ist der 82-jährige Künstler aus Frauenau als Glasmacher ein Begriff. Dies ist jedoch nur eine Facette seines reichen künstlerischen und auch gesellschaftlichen Wirkens. In Regensburg war Erwin Aisch 2003 im Leeren Beutel und mehrmals im Regensburger Kunst- und Gewerbeverein, zuletzt 2007, zu sehen. Vor 4 Jahren fing der Himmel noch am Boden an, jetzt strebt Erwin Aisch dem Himmel zu. Zwar ist die Bodenhaftung noch deutlich spürbar, doch wachsen nun die Figuren in den Raum hinein und strecken sich nach oben. Was ist neu an Erwin Aischs Bildern? Die 2 wesentlichen Gedanken, mit denen sich Erwin Aisch in der letzten Zeit intensiv beschäftigt hat, heißen Durchatmen und Loslassen. Das Loslassen, was bedeutet denn das für dich genau? Eine ganze Menge. Also Luft holen, durchatmen und loslassen. Schnaufen, kein Problem. Das Atmen auch kein Problem. Aber loslassen, das ist Arbeit. Für jeden Arbeit, das immer ist. Loslassen, das heißt das Vertrauen, Meditatives, das Sitzen, Geduld üben, Himmel, Geduld üben. Die Malerei hat für Erwin Aisch heute eine andere Bedeutung als zu den rebellischen Spurzeiten. Ging es damals noch um das Zertrümmern, liegt Erwin Aischs Malerei heute ein aufbauendes Prinzip zugrunde. Nicht Farbflächen dominieren, sondern die Suche nach der Figur. Das heißt jetzt nicht, dass jetzt so eine ganze Figur dahin gemalt werden. Kann im traditionellen Sinn, geht auch nicht. Es muss schon natürlich aus dem, was da war, nicht? Dieser Trümmerhaufen, diese Farbe, der Farbfleck, dass da ein Raum sich allmählich bildet, ein Boden entsteht, Dialog kommt, einer Farbe zur anderen ins Gespräch kommen, aber vor allem wieder ein Raum entsteht. Was in der Moderne total abgelehnt worden ist, nur noch die Fläche. Dass man wieder ins die traditionelle Malerei, wie es jahrtausende lang war, dass man das wieder etabliert. Boden spürt, Beziehungen, Hände, weiß, wo oben und unten ist und links und rechts. Erwin Aischs Bilder erzählen von der ständigen Herausforderung, sich auf das Gespräch einzulassen und den Dialog zu suchen. Denn wo das Miteinanderreden aufhört, bauen sich Aggressionen auf. Doch neben all der Körperlichkeit, die das Menschsein auch ausmachen, die großen Hände, Augen, Ohren sind in Aischs Bildern nach wie vor präsent, kommt nun das Element der Leichtigkeit, das Schweben und der Mut zum Fliegen hinzu. Sich diese eher spirituellen als materiellen Seiten des Daseins zu erwerben, ist ein Prozess und für Erwin Aisch der künstlerische Ansatz, den er die nächsten Jahre verfolgen möchte. Das ist ein Ansatz. Mit dem Ansatz kann man die nächsten 100 Jahre, nächsten 500 Jahre weitermachen. Die Ausstellung ist bis zum 26. Februar, jeweils Mittwoch und Freitag von 16 bis 19 Uhr, in der Galerie Dr. Erdl am Fischmarkt 3 in Regensburg zu sehen.